Der gute alte Charlie. Charlie Vitolo. Was sind das denn für Typen, die dich Charlie nennen? Ihr seid doch so Techno-Typen. Ihr steht da doch drauf, wenn sich alles wiederholt. Und du darfst überhaupt nichts mehr nehmen. Nur Kaffee und Zigaretten. Muss hart sein. Aber irgendwie auch geil. Ansage, ab jetzt ist Magical Mystery Time. Und Charlie hier ist unser Boss. Weil er der Erste war, der wegen Techno in der Klapse war. Da hieß er noch nicht mal Techno. Was ist das für ein schrottiges Gedudel, Raimund? Das ist Rosas neuer Track, den spielst du mir gerade vor. Das ist super. Und ob das super ist? Abfahrt. Du warst wirklich in der Klapsmühle? Also so richtig? Geil? Ja. Genau so war's. Mein Gott, jetzt hast du mich aber erschrocken. Erschreckt, Raimund, erschreckt. Mann, ich würde Deutsch kaufen. Das sieht toll aus! Ich hätte nie gedacht, dass das so ein großes Ding wird. Das ganze Ding mit allem, Mann, das ist endgeil. Nee, ist klar. Ich glaube trotzdem nicht, dass es gut ist, wenn wir jetzt was miteinander anfangen. Gut, vielleicht, aber nicht klug. Und ich bin im Augenblick mehr so auf klug gepolt. Mein Gott, diese Mucke hier. Wie haltet ihr das bloß aus? Herzinfarkt! Herzinfarkt! Manchmal bewegt sich einer nicht, aber deshalb ist er noch lange nicht tot. Magical Mystery. Wie bei den Beatles. Nur auf Rave. Ist das nicht irgendwie in die Hose gegangen bei den Beatles?